Sie haben definitiv ihren Wert bewiesen. Ich werde unseren Leuten auf Patrouille sagen, dass sie ein Freund der Ausgestoßenen sind. Ja, tschüss. Gibt es etwas, wobei ich helfen kann? Ihre Anwesenheit fehlt. Ich meine ja nur, je länger wir hier rumsitzen, desto mehr Zeit haben sie, ihre Verteidigung zu stärken. Wir sollten sie so bald wie möglich angreifen. Wir haben kaum genug Leute, um die Zitadelle zu verteidigen. Wir haben das schon öfters besprochen, Sarah. Also warten wir einfach so lange, bis wir die Nächsten auf der Liste sind? Wenn die Pride jetzt reingeht, haben wir vielleicht eine Chance. Und wenn es schief geht, was dann? Das Risiko ist das Ergebnis nicht wert. Ich sehe das auch so. Ohne das GEEK ist der Aufbereiter für die Enklave ohnehin wertlos. Möglicherweise geben sie schon bald auf. Das gefällt mir nicht. Es muss dir nicht gefallen, Sarah. Du musst nur die Befehle befolgen. Ja, Vater. Sie sind also wieder zurück. Wir hatten schon befürchtet, Sie und das GEEK-Modul wären verloren. Hatten Sie Erfolg? Glauben Sie etwa, das weiß ich nicht? Wir haben die Verstärkung der Truppen um die Einrichtung in der letzten Woche beobachtet. Hat sich irgendetwas Neues getan? Wieso haben Sie es nicht mehr? Wo ist es? Dann müssen wir uns sofort auf den Weg machen. Falls Sie noch andere Informationen haben, dann raus damit, bevor wir uns mobilisieren. Jegliche Hilfe Ihrerseits kann Leben retten. Aha. Und wo ist der Virus jetzt? Danke, ich werde dafür sorgen, dass das Virus ordnungsgemäß entsorgt wird. Sobald die Gelehrten Zeit hatten, es zu analysieren. Vielleicht haben wir die Enklave unterschätzt. Sarah hat vielleicht recht. Ein Angriff mag jetzt unumgänglich sein. Wenn die Enklave das GEEK hat, werden sie den Aufbereiter ohne größere Probleme starten können. Den Code knacken sie sicher irgendwann. Ich fürchte, wir haben keine Wahl. Wir müssen jetzt handeln, solange wir noch können. Die Pride geht rein. Wir können das schaffen. Wir können gewinnen. Nun gut, Sarah. Die Pride greift an. Aber ich möchte euch etwas zusätzliche Feuerkraft mitgeben. Rothschild, ist alles bereit? Was? Das geht nicht. Ich meine, Lee und ich haben die Energieprobleme gelöst. Aber wir haben eben erst die Diagnosetests abgeschlossen. Und? Es sind noch keine Feldtests, geschweige denn Kampfeinsätze möglich. Das Waffensystem ist unkalibriert, das Navigationserkennungssystem offline und so weiter. Rothschild, genug! Können Sie ihn zum Laufen bringen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir kommen schon zurecht. Und wenn nicht, dann spielt es auf die lange Sicht ohnehin keine Rolle. Also gut, Sarah. Du nimmst die Pride und den Roboter zur Unterstützung. Nimm unseren Besuch hier mit und sichere den Aufbereiter. Ja, Sir. Bevor wir beginnen, möchte ich, dass Sie wissen, dass mein Vater und ich uns unterhalten haben. Die Pride und ich haben entschieden, dass Sie nach allem, was Sie überlebt und erreicht haben, Ehrenmitglied der Lions Pride sein dürfen. Also Glückwunsch. Die Mitgliedschaft bietet ein paar Privilegien, darunter unsere Powerrüstung. Wollen Sie die komplett oder die Aufklärungsrüstung? Okay, Ihre Entscheidung. Ich will Sie ja nur beschützen. Glauben Sie, dass Sie es schaffen?
Wir müssen los. Das höre ich gern, Soldat. Haben Sie alles gepackt? So schnell kommen wir nämlich nicht mehr hierher zurück. Okay, seien Sie unbesorgt. Sie haben die ganze Pride im Rücken und außerdem diese riesen Blechdose. Bleiben Sie in Sicherheit, bis wir den Aufbereiter erreicht haben. Tot bringen Sie uns nicht viel. Und lassen Sie sich von dem Ding da nicht niedertrampeln. Okay, gehen wir alles noch einmal durch. Die Pride steht hinter mir. Unser Ziel ist das Projekt Purity. Aber solange diese Energiefelder aktiv sind, kommen wir in die Anlage nicht hinein. Rothschild und Lee meinen, dieser Roboter müsste die Energiefelder durchbrechen können. Wir geben also Feuerschutz. Wir bleiben dem Baby auf der Pelle, halten den Gegner von ihm fern und sorgen dafür, dass es sein Ziel erreicht. Nachdem die Energiefelder ausgeschaltet sind, gehen wir direkt in die Anlage. Mit dem Roboter halten wir sie auf Trab, während wir reingehen und den Kontrollraum sichern. Wir müssen schnell handeln, bevor unsere Chance vorbei ist, sie zu überraschen. Holt alles noch notwendige Material. Wir treffen uns im Außenhof. Wenn wir damit fertig sind, gebe ich allen ein schönes, kaltes Glas Wasser aus. Aber jetzt los! Okay, Rothschild, werfen Sie ihn an. Pride, vorrücken! Das besonnene Herz muss immer raus.
Taktikbewertung initiiert. Bedrohung durch Fossilien 395 ist gelandet. Alle Kommunisten müssen relativieren. 395 gegenüber dem Kommunismus. Alle Kommunisten müssen Steine willkommen, Alternative. Gegenüber dem Kommunismus ist der Tod eine willkommen, Alternative. Der Kommunismus ist ein Schlagloch auf dem Weg in die Freiheit. Ernstzunehmendes Hindernis ermittelt. Zusammensetzung. Titan-Legierung mit Verbindung. Photonenresonanzabsperrung. Etablierte Taktik unzureichend. Revidierte Taktik. Photonenresonanzüberlagerung wird initialisiert. Fällt der letzte Dominostein. Gehen Sie zum Kontrollraum und bleiben Sie immer schön in Deckung.
Dies ist Radio Enklave mit Ihrem Gastgeber, mit mir, Präsident John Henry E. Schon wieder da. Kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Sie und Ihresgleichen scheinen wild entschlossen, alles zu zerstören, was unsere Regierung erreicht hat. Es gibt nichts, was mich diesmal davon abhält, Sie zu töten. Machen wir dem Ganzen endlich ein Ende. Ich bin anderer Ansicht. Die Enklave ist auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Sobald die Anlage betriebsbereit ist, werden die Massen zur Enklave strömen, weil es dort frisches Wasser, Sicherheit und Zukunftsperspektiven gibt. Sie stecken über beide Ohren drin. Egal, was Sie sagen, Sie kommen da nicht mehr raus. Sobald Sie tot sind, erledigen wir noch diese bedauernswerte Bruderschaft und werden zu den wahren Rettern des Ödlands. Das Spiel ist aus! Das wäre dann wohl erledigt. Mittlerweile sollte die Pride jeglichem Widerstand da draußen ein Ende gesetzt haben. Dann wollen wir diesen Raum mal sichern. Dr. Lee, hier ist Terra Lyons. Ich bin im Kontrollraum. Wir sind beide hier. Was geht hier vor? Wenn wir nicht sofort handeln, wird der Schaden katastrophal sein. Nun,
So viel zum Feiern. Einer von uns wird dort reingehen und das verdammte Ding einschalten müssen. Und wer immer es tut, wird nicht wieder rauskommen. Nicht gerade, wie ich mir mein Ende vorgestellt habe. Wissen Sie? Also, was wollen wir tun? Streichhölzer ziehen? Ich wünschte, wir hätten eine andere Wahl. Aber Sie haben ja Dr. Lee gehört. Wir müssen es sofort erledigen, sonst sind die Konsequenzen unabsehbar. Einer von uns muss da jetzt reingehen. Wenn Sie das so erledigen wollen, dann soll es mir recht sein. Aber beeilen Sie sich damit. Raus mit der Sprache! Das ist eine schreckliche Situation. Was sollen wir nur tun? Na, logisch! Dank meiner Strahlungsimmunität habe ich weit bessere Chancen, da drin zu überleben. Offensichtlich liegt Ihre Zukunft in dieser Kammer. Aber da Sie mir meine Zukunft geschenkt haben, werde ich Ihnen ebenfalls einen Gefallen tun. Aktivieren Sie die Luftschleuse, dann setzen wir dem Spuk ein Ende. Und so geschah es, dass der einsam umherziehende Walt 101 verließ, auf der Suche nach dem Schicksal eines Vaters, der einst die Zukunft der Menschheit, der seines einzigen Kindes geopfert hatte. Das Ödland der Hauptstadt erwies sich als grausamer, unwirtlicher Ort. Doch der einsam umherziehende erwehrte sich der Laster, den so viele andere verfallen waren. Die Werte, die der Vater seinem Kind mitgegeben hatte, Selbstlosigkeit, Barmherzigkeit, Ehre, führten diese noble Seele durch unzählige Prüfungen und Triumphe. Es sollte bis zum Ende dieses langen Weges dauern, bis der einsam Umherziehende sich der größten aller Tugenden stellen musste, der Aufopferung. Doch das Kind weigerte sich, dem selbstlosen Beispiel seines Vaters zu folgen und ließ stattdessen ein wahrer Held in die verstrahlte Kammer von Projekt Purity treten. Zum Glück weigerte sich der einsam Umherziehende, dem finsteren Präsidenten als Instrument der Vernichtung zu dienen. Die Menschheit hatte sich trotz all ihrer Fehler ihres Weiterbestandes würdig erwiesen. Endlich flossen die Wasser des Lebens wieder, frei und rein. Für jeden und für alle. Das Ödland der Hauptstadt war endlich gerettet. Und so endet die Geschichte des einsam Umherziehenden, der durch das Tor von Walt 101 in die Annalen der Legenden geschritten war. Doch die Geschichte der Menschheit wird niemals abgeschlossen sein. Denn der Kampf ums Überleben
ist ein Krieg ohne Ende. Und Krieg bleibt immer gleich.